willkommen zu einem neuen legendär bissigen Let's Play. Wir werden heute gemeinsam die Story von Maneater spielen. Ein junger Hai muss mit ansehen, wie seine Mutter brutal ermordet wird. Daraufhin schwört er Rache und sagt, ich werde jeden zerreißen und zerfetzen, der sich mir in den Weg stellt. Er schwimmt durch die offene Spielwelt und macht genau das, was er angekündigt hat. In Maneater spielen wir den Hai und wir dürfen metzeln und morden. Klingt geil, ich hoffe es wird auch geil, denn auf dieses Spiel warte ich schon seit der Ankündigung. Wurde leider mehrfach verschoben, aber morgen ist es endlich soweit. Dank Epic Games und natürlich auch dem Entwickler darf ich heute schon loslegen. Das Spiel kommt für die PlayStation 4, die Xbox One und natürlich für den PC raus. Wir spielen die PC-Version und wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt, könnt ihr auch das Spiel gerne im Epic Store kaufen mit meinem Creator-Code Keystraw. Da bekomme ich nämlich ein bisschen was und das wäre sehr, sehr nett. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Und jetzt starten wir endlich mit diesem wunderbaren Spiel hier, denn alle lieben Haie, oder? Inzwischen an Bord der Cajun Queen. Pierre LeBlanc ist bei seinen Kollegen als Scaly Pete bekannt. Papa hat Haie gejagt. Ich jage Haie. Es liegt im Blut. Wenn es jemand Besseren gäbe, würdest du doch ihm folgen, oder? Die Menschen haben viele falsche Vorstellungen von Haien. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man mit Haien koexistieren, hä? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Ich sehe meine Arbeit als heilige Pflicht. Ich würde sie alle töten. Schade, dass ein Tag nur 24 Stunden hat. Hai-Sichtung in Fortig Bay. Mehrere Tote wurden gemeldet. Der Hai ist an einer rostigen Harpune in der linken Flanke zu erkennen. Aus dem Weg! Ich habe was zu erledigen! Das ist ein ausgewachsener Bullenhai. Dieses Weibchen ist schnell, wild und bis an die Zähne bewaffnet. Dadurch hat es hier im Golfstrom nicht viel zu befürchten. Das Muskelwunder zieht souverän durch sein nasses Reich. Okay, finde ich schon mal sehr geil, dass dieses Spiel hier wirklich komplett in Deutsch vertont wurde. Ich dachte eigentlich nur, ja, englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln, aber nein. Ich bin positiv überrascht. Das sieht auch richtig geil aus. Mann, ich hab Hype in der Hose. Ich hab ein bisschen Hype in der Hose. Komm mal her hier. Mahi, Mahi. Nom, 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 nom. Und eine Schildkröte. Alles rein damit. Ich bin die Königin der Meere. Ich wirke so eine Schildkröte komplett runter. Da kenne ich gar nichts. Also die Steuerung ist schon mal sehr geil. Macht direkt Bock hier. Dann haben wir hier die Schwanzflosse. Wusch. Und wir können ausweichen. Wir können hier so einen Dash machen und wir können natürlich ein bisschen Speed geben. Ah, wenn wir was schlagen, betäuben wir es hiermit. Ist ja mal cool. Alter, guck dir das an. Sie zertrümmert hier alles. Und jetzt frisst sie es. Geil, Mann. Schneiden. Schneiden können wir auch. Was sind hier auf B? Wow, cool. Ich habe hier so eine Art so Nahfähigkeit. So, machen wir hier das Tor auf. Mami will fressen. Robbe hier drüben. Als Hai-Fan wird hier wirklich ein Traum wahr. Ich kann Robben fressen. Bestes Spiel der Welt. Okay, gehen wir mal hier hin. Mit normaler Geschwindigkeit. Eine Haifischflosse erinnert die Menschen unheilvoll daran, dass der Ozean ein wildes, ungezähmtes Reich bleibt. So sieht's aus. Der Ozean gehört mir. Der Bullenhai vollbringt ein akrobatisches Kunststück, das einem grausam eingesperrten und zur Schau gestellten Orca würdig ist. Das ist echt geil, oder? Dazu dieser Sprecher, der irgendwie alles so ein bisschen dokumentarisch macht. Nice, Mann! So, mit X gehen wir wieder runter. Der große taucht in den Ozean hinab. Oh, hier Level 8. Die Geschwindigkeit des Bullenhais ist für ein großes Meeresraubtier verblüffend. Und die Robbe hier, zack. Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh, nice. Richtig, richtig nice. Okay, warte, wir gehen nochmal nach unten. Und
Wusch. Ein springender Hai ist ein seltenes, kalorienintensives Spektakel. Und schwupps. Und nochmal das Ganze. Königlich, oder? Oh, hier ist ein Mensch. Oh mein Gott. Alter, Alter. Nom, 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 nom. Können wir das Boot zerlegen? Alter, ja, wir zerlegen das verdammte Boot. Komm schon. Ich will das Boot zerlegen. Wie geil ist das denn? Ich find's jetzt schon super. Aber die reden Englisch. Warum reden die hier Englisch? Komm schon, gib mir den. Gib mir den. Alter, Leute. Leute. Oh mein Gott. Oh, richtig nice. Richtig nice Spiel. Moment, was müssen wir hier machen? So. Okay, wir sollen es gedrückt halten und dann LB bei einem Objekt. Für den Flossenschuss. Zählt das nicht? Alter, ich habe die Frau einfach zerknüppelt. Alter, wie er singt. Ey, das Spiel ist krass. Alter, oh mein Gott. Oh, okay, ich tauche mal ganz kurz. So. Moment, halte RT auf einem Objekt gedrückt. Und drücke LB für den Flossenschuss. Okay. Ah, das zählt. Alter, geil. Okay, die war jetzt schon zu angehittet. Aber habt ihr gerade gesehen, wie ich die Schildkröte durch die Gegend geschleudert habe? Moment, wir holen uns mal den Mahi-Mahi. Bam. Nice. Das ist richtig nice. Alter, das Spiel ist der Hammer. Klar, die hatten jetzt wahrscheinlich nicht das größte Budget. Ist auch kein AAA-Game. Kostet auch ein bisschen weniger. Aber es macht jetzt schon mega Laune. So, und Schuss. Schwimmen lernen. Ich bin auf jeden Fall schon mal die Königin. Aufgaben ansehen. Terror in der Bucht. So, schauen wir mal rein. Was haben wir hier? Terror in der Bucht. Strände sind ideal geeignet für strategische Verbreitung von Angst und Schrecken. Ziel, töte die Strandbesucher. Okay, wir sollen also Strandbesucher ermorden. Tja, jetzt ratet mal, wer darin der Beste ist. Richtig. Ich. Ganz genau. Wer schwimmt hier drüben rum? Oh, boom. Alter! Oh Mann, ich find's super. Ich find's super. Rache. Alles klar. Wir sollen den Strand terrorisieren. Boah, kann ich auch hier so einen Gleiter runterholen? Nom, 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 nom. Es ist bekannt, dass Haie, Weichtiere, Fische und Robben fressen. Weniger wird behandelt, dass sie auch gern von Angst zehren. Zack und drauf. Geil. Geil, Mann, geil. Geil, Alter, geil. Schaut euch das an. Oh, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Und zack, hier zerlegt. Na, wir wollen noch ein bisschen. Du. Geil, Alter. Oh. Ach, dieses Spiel ist der Hammer. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber ich kann jetzt schon nicht aufhören. Was mit dem da unten? Uff. Lady. Oh, ich hol mir jetzt noch hier die fette Mama. Zack. Oh Mann, die Fette lebt immer noch. Oh, meine arme Werbung. Die wird sowas von weg sein. Nom. Help. Nom, 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 nom. Es muss
betont werden, dass diese Art von gezielter Gewalt für einen Hai recht ungewöhnlich ist. Nicht für mich. Dieser Hai braucht mal einen Klaps auf die Schnauze. Schnapp ihn dir, Chad. Was? Okay, Bootkampf. Du kannst höher gelegene Orte wie Bootsdecks mit einem Spurtsprung erreichen. Spring aus dem Wasser und reiße Menschen vom Booten herunter. Drücke LT, während du in der Luft bist, um einen zweiten Schub zu erhalten. Ey, wie geil ist das, was ich hier für krasse Fähigkeiten habe. Aha. Nice. Au. Okay, Steve, Taucher Steve. Wie geht's denn so, Hai? Oh yeah. Gerade nicht raus. Jetzt. Bam. Zack. Ihr wollt kämpfen, aber nicht mit dieser Mutter. Ich werde das ganze Boot zerlegen. Boah, ist das geil, Mann. Das macht so Bock. Komm schon. Hat nicht mehr viel. Und schon habe ich die ganze Bande hier. Oh, aber die halten noch durch, ne? Bam! Na? Tja, das passiert, wenn man Haie quält. Aber ja, sie schlägt sich auf jeden Fall ganz gut. Denn ich bin Team Hai. Wo wir die Sachen hier mit drin stecken. Alter! Geil, Mann! Schaut euch das hier an! Ja, Mama will's wissen. Und hier. Okay, Derek, du packst das, mein Freund. Nein, Derek ist so gut wie tot. Man sollte sich mit dieser Mutti hier nicht anlegen. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen. Ganz schön viel um sich. Ja, ich spritz ganz schön viel um mich. Leute, wie geil ist dieses Spiel? Leute, wie geil ist dieses Spiel? Okay, ich mach ein bisschen Schub. Ah, ich komm grad nicht drauf. Nee, gerade. Ich glaube, ich muss ein bisschen Abstand gewinnen. Lass mal runtergehen. So, jetzt. Ey, die fahren so schnell, dass ich an die gerade nicht richtig rankomme. Habt ihr gerade diese wunderschöne Schraube gesehen? Jetzt, endlich, endlich. Es gibt kein Entkommen. Mama hat Hunger. Und wenn Mama Snacks will, habt ihr keine Chance. Diese Zähne. Oh, der Hai wird toll über dem Kamin aussehen. Gleich gibt's Abendessen, Jungs. What? No, Baby. No. Ziehen wir sie an Deck, oder? An Bord der Cajun Queen überprüft Scaly Pete den Fang des Tages. Ja, das ist das Eisen meines Vaters. Aber das ist nicht der Hai. Nicht der, den ich gesucht habe. Woher? Woher ich das weiß? Zu klein. Sieht der etwa mega aus? Na, sieh mal an. Sie ist auch vermisst. Hallo. Wie geht's denn deiner Mutter? Wow, warum hast du das getan? Damit ich sie beim nächsten Mal erkenne, wenn ich sie aufspieße. Mist. Der Überlebensinstinkt des Jungtiers setzt ein. Du solltest vielleicht die blöde Kamera... Ja,
absolut grandios. Absolut grandios! So. Ein berühmter Großwildjäger behauptete einst, dass ein Tier nach dem Genuss von Menschenfleisch seine natürliche Beute aufgibt und die tödliche, zielstrebige Suche nach dem gefährlichsten Wild aufnimmt. Oh, ich bin ganz klein, ich habe meine ganzen Fähigkeiten verloren. Erstmal ein Zackenbarsch. Ja, da drüben so ein kleiner Zackenbarsch. Ja. Nom, 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 nom. Ja, ich kann nichts mehr. Ich kann auch hier keinen Flossenschuss. Aber dafür bin ich schnell und wendig. Große Zackenbarsche sind bekannt dafür, Haie im Ganzen zu verschlucken. Die Spannungen gehen hier also von beiden Seiten aus. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Oi. Diese Proteinergänzung enthält keine Zusätze, sodass der Hai sich keine Gedanken über versteckte Farb- oder Geschmacksstoffe machen muss. Speicher enthält eine große Menge an Nährstoffen. Oh, alles klar. Nice. Und frei von Farbstoffen und Geschmacksverstärkern. Ja, dieser Hai ernährt sich wahrscheinlich deutlich besser als meine Wenigkeit. Boah, geil. Das Spiel ist super. Leute, das Spiel ist jetzt schon... Macht mir richtig Laune. Macht mir richtig Laune. Was haben wir denn hier? Muskellunge. Komm mal her. Komme ich aber nicht ran. Alles klar, wir sollen hier nach unten. Hui. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs. Ach, das ist meine Basis hier. Das ist meine kleine Grotte, in der ich chillen kann, wenn ich will. Also der Hai hat auf jeden Fall Geschmack. Wille der Natur. Drücke in der Grotte, um die Evolution über sich zu sehen. Alles klar, Wille der Natur. Was haben wir denn hier? Fortgeschrittenes Sonar. Müssen wir das nehmen? Nährstoffe sind Ressourcen, die beim Verzehr von Tieren und Menschen, Zerstören von Booten und Abschließen von Aufgaben verdient werden. Nährstoffe erhöhen dein Level und upgraden deine Evolutionen. Evolution. Evolutionen sind Mutationen, die dir großartige Kräfte verleihen, wie Knochenrüstung, Giftdrüsen oder bioelektrische Organe. Du erhältst Evolution, indem du deinen Niedertrachtrang erhöhst, Landmarkenaufgaben abschließt und Spitzenprädatoren tötest. Um die Evolution auszurüsten, kehre in die Grotte zurück und drücke, du kannst Nährstoffe verwenden, um deine Evolution zu upgraden. Ja gut, ich bin jetzt 1 Meter. 1 Meter 1, um es genau zu sagen. Organe, Organe, Organe. Also 3 Sachen können wir hier mitnehmen. Denn hier Kiefer, Kopf, Körper, Flosse, Schwanz. Also wir können das kleine... Dieser Hai weist ein Verhalten auf, das eher typisch für Wale und Delfine ist. Er kann den Schall messen, um potenzielle Beute zu orten. Der kleine Hai hier wird zum Superkiller. Schwimmen wir mal aus der Grotte wieder raus, denn im Moment haben wir ja nichts. So, wir können also hier uns ein wenig umsehen. Und da drüben ist irgendwas. Was ist das? Ein Schild. Aber wie komme ich da ran? Der kleine Guppi hier. Lup, 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 lup. Ich muss schnell wieder ins Wasser, sonst verrecke ich. Wie lange ein Hai an Land überlebt. Wenn dieser nicht ins Meer zurückkehrt, wird er es irgendwann herausfinden. Komm schon. Ja. Hab's. Alles gut, alles gut. Mir geht's hervorragend. Mir geht es hervorragend. Okay, wir müssen Wälze töten. Wo sind denn hier Wälze? Was haben wir hier unten? Schildkröte. Also sie geben auch irgendwie alle was anderes. Die anscheinend irgendwelche Öle. Oder was weiß ich. Schildkröte sind hier mit Kristallen markiert. Okay, hier ist ein Wels. Oh ja, lecker, lecker, lecker. Schlachte in der Tierwelt. Wilde Tiere können feindselig sein. Weiche aus, um ihren Angriff zu entkommen. Wenn die wilden Tiere leuchten, sind sie verletzlich. Greifen an, während sie verletzlich sind, um sie zu betäuben. Drücke RB, um auszuweichen. Das hatten wir schon. Zappeln. Wenn du gleich groß oder größere als aggressive Wildtiere bist, kannst du, wenn sie verletzlich sind, zappeln, um die Kontrolle zu behalten. Alles klar. Der Gefahrenblick. Wow, wow, what? Okay, das war ein verdammtes Krokodil. Hier ist ein verdammtes Kroko. Hey, ich will mich mit dem Alligator nicht anlegen.
Ausweichen. Na, das Ausweichen ist jetzt aber nicht so Premium. Und ich bin auch recht langsam. Okay, fressen wir mal schnell 10 von denen hier. Zackenbarsch. Als rein damit. Wow, 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 wow. Und wir tauchen wieder ab und gönnen uns hier noch einen Wels. Wenn ich an einen reinkomme. Ja, ich bin noch nicht so schnell wie meine Mutti. Ich bin noch nicht so lange auf der Welt. Kleiner Babyhai. Aber ich habe schon einen Arm abgebissen, okay? Oder eine Hand. Das ist eine Leistung. 7 8 Boah, das ist eigentlich Feed and Grow Fish in Perfektion. Erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit, wo ich Jars gespielt habe auf der PlayStation. Hat zu einer Überfülle von Welsen geführt, was dem örtlichen Rüpel Rosie, dem Alligator, sehr gelegen kommt. Rosie. Rosie, der Alligator. Okay, wo müssen wir hin? Ich tauche mal wieder runter. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Leute, wir sehen uns definitiv wieder in der nächsten fantastischen Folge. Maneater. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr mehr sehen wollt von diesem wunderbaren Spiel. Ich find's bis jetzt echt geil. Was ist das hier? Was willst du, ha? Der kleine Muskelmann. So. Schon habe ich dich zerrissen. Jungtier Stufe 2. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung reindrücken. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.